Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil des KIN 3 Tutorials. Wir sind dabei stehen geblieben, das Wegzeitgesetz und das Geschwindigkeitszeitgesetz herzuleiten. Und wie wir erfahren haben, spielt die Integration dabei eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Worauf warten wir also? Machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Warum steht bei der Formel für die Geschwindigkeit denn nun ein T dabei? Verdeutlichen wir diesmal am Umkehrschritt. Was ist der Umkehrschritt der Integration? Richtig, die Ableitung. Und wir sehen, dass wie ach so oft nach der Zeit abgeleitet wird. Wir nehmen den Exponenten minus 1 und erhalten lediglich die Erdanziehungsbeschleunigung g. Treiben wir das Spielchen der Integration nun weiter fort, so erhalten wir diese Größe hier. Anhand des Umkehrschrittes wissen wir, ob wir richtig integriert haben. Ja, das haben wir, weil der Vorfaktor auch noch mit dem Exponenten multipliziert wird, sprich mal genommen wird. Merkt euch diese drei Werte für die Beschleunigung, Geschwindigkeit und für die zurückgelegte Wegstrecke bitte sehr, sehr gut. Vielleicht erkennt ihr ein paar Parallelen zu dem Wegzeitgesetz und zu dem Geschwindigkeitszeitgesetz. Hinzugekommen sind die Ausdrücke V0 und S0. Hierbei handelt es sich um zwei der drei Größen, die die Wurf- bzw. Sprungweite bestimmen. Weißt du noch, wofür die beiden Größen standen? Ja. V0 stand für die Anfangsgeschwindigkeit und S0 für die Anfangshöhe. Hast du das schon wieder vergessen? Stoßt mir eine Kugel, so beträgt die Anfangshöhe zum Beispiel 1,50 Meter, weil die Kugel sich auf Schulterhöhe befindet. Und die Anfangs- bzw. Abwurfgeschwindigkeit hängt vom jeweiligen Kraftvermögen des Kugelstoßers ab. Bitte beachtet, dass die Anfangsgeschwindigkeit in eine horizontale und in eine vertikale Geschwindigkeit unterteilt werden kann. Diese beiden Geschwindigkeiten sind unabhängig voneinander zu betrachten. Gebe ich der Bowlingkugel nun einen kleinen Stups, so verlässt die Kugel den Tisch mit einer horizontalen Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde. Weitere Kräfte, die auf die Kugel wirken, sind zum Beispiel die Luftwiderstandskraft, diese aber kann vernachlässigt werden, da die Luftwiderstandskraft vom Quadrat der Geschwindigkeit abhängt und unsere aktuelle Geschwindigkeit lediglich 5 Meter pro Sekunde beträgt. Im Gegensatz zur horizontalen Geschwindigkeit ist die vertikale Anfangsgeschwindigkeit nach Verlassen des Tisches gleich 0. Da sich die Kugel allerdings im freien Fall befindet, erhöht sich die vertikale Geschwindigkeit der Kugel sukzessive. Immerhin ist die Erdanziehungsbeschleunigung nahezu konstant. Um jetzt am Beispiel der Kugel die zurückgelegte Wegstrecke in x, sprich der horizontalen, und in y, also der vertikalen Richtung, zu bestimmen, bedienen wir uns unserem allseits beliebten Wegzeitgesetz. Da in x-Richtung keine Kräfte und somit auch keine Beschleunigungen wirken, entfällt dieser Ausdruck hier, da a gleich 0 ist. Die Anfangshöhe, oder besser gesagt Anfangsweite, können wir ebenfalls vernachlässigen, da diese zu Beginn 0 beträgt. Die zurückgelegte Wegstrecke, die die Kugel auf dem Tisch rollt, zählen wir nämlich nicht dazu. Was übrig bleibt, ist V mal T. Wie bestimmt man nun die zurückgelegte Wegstrecke in Y-Richtung? Wir wissen, wenn die Kugel vom Tisch fällt, hat sie keine Anfangsgeschwindigkeit. In vertikaler Richtung. Die zurückgelegte Wegstrecke in Y-Richtung beträgt ebenfalls 0. Wir setzen A gleich G. Und übrig bleibt dieser nette Ausdruck hier. Die Formel für die zurückgelegte Wegstrecke bei gleichförmigen Bewegungen ist durchaus sinnvoll. Diese beträgt V mal T. Es wird also nichts anderes gemacht, als die Geschwindigkeit mit der verstrichenen Zeit multipliziert. Stellt euch also vor, ihr bewegt euch mit einer konstanten Geschwindigkeit von 7 km/h. Die Geschwindigkeit V multipliziert ihr mit der verstrichenen Zeit. Sagen wir mal, wir sind 2 Stunden unterwegs. Das H kürzt sich raus und übrig bleibt der Wert 14 Kilometer. Die Formeln für die Geschwindigkeiten in X- und Y-Richtung lauten Vx ist gleich V mal dem Cosinus vom Winkel Alpha und Vy gleich V mal dem Sinus vom Winkel Alpha. Was ist denn nun eigentlich V? Ich sage nur, denkt an das Geschwindigkeitszeitgesetz. A² plus B² gleich C². Kommt euch dieser Herr etwa bekannt vor? Ja, das ist der freundliche Pythagoras. Mit seinem Formelwerk ist es uns möglich, die beiden Geschwindigkeiten, die wir vorher getrennt betrachtet haben, zu kombinieren. Zu einer Gesamtgeschwindigkeit. Nur dass die Formel in unserem Fall lautet Vx² plus Vy² gleich V². Im letzten und dritten Teil des KIN 3 Tutorials geht es dann um die Herleitung der Wurfparabel. Tschüssi!